In der heutigen Folge der Pokémon X Nuzlocke Challenge reisen wir nach Gromlexia, denn da wurde im letzten Part die ultimative Waffe erschaffen von Team Flair. Und das wollen wir jetzt natürlich inspizieren und deswegen fliegen wir dahin. Ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht und was da alles passiert. Wir haben jetzt gegen viele Team oder gegen eigentlich alle nennenswerten Team Flair Mitglieder gekämpft, die wir bisher kannten. Also Flordelis war da das Hauptaugenmerk und aber auch dieser andere Typ mit diesem Irokesenschnitt, den wir in diesem Raum getroffen haben im Labor. Mal schauen, ich bin echt gespannt. Wir packen jetzt nochmal die Pokémon wieder an die richtige Stelle, denn unser Tauboga ist nicht für den Kampf geeignet. Es ist gestorben. Ja, mal schauen, welches wir da wieder reinnehmen. Welches hatten wir im Team drin? Warte, das ist die Box 2. Wir müssen austauschen. Erstmal bewegen wir Tauboga hier wieder auf die Box. Junge, es sind schon echt viele Pokémon gestorben. Hatte ich hier nicht ausgetauscht? Rex Bizarre ist tot, wenn du fliebst. Er, Ghosty. Ghosty war am Team, genau. Den hatten wir rausgepackt. Der ist noch am Leben, genau, genau. Und so machen wir jetzt hier weiter. Ich bin gespannt. Gromlexia haben wir ja schon erkundet. Wir konnten da im letzten Part nicht weiter. Beziehungsweise nicht im letzten Part, in einem der letzten Parts. Hier ist alles von Team Flair abgesperrt. Alles klar, lasst ihr mich durch. Die Pokémon schreien gar nicht wirklich vor Schmerzen. Das bilde ich mir nur ein. Okay, was habt ihr hier ausgeheckt, ja? Hier ist sie. Die ultimative Waffe. Aber was können wir hier tun? Es ging hier ein Weg nach links oben. Der ist aber auch versperrt. Was passiert hier? Respekt, du hast es bisher geschafft. Das zeigt zumindest schon mal, dass du es ernst meinst. Und wir kämpfen jetzt. Alles klar, da müssen wir wahrscheinlich weitergehen. Ein Team Flair Rüpel, diesmal mit 3 Pokémon am Start. Wir kämpfen jetzt gegen Voltenso. Und unser Tilo ist am Start. Das heißt, Elektro juckt uns schon mal nicht. Level 44 gegen Level 45. Wechseln wir um? Können wir eigentlich tun gegen Voltenso? Ich weiß nicht. Ja, die haben manchmal Überraschungsmoves drauf. Okay, eine Heilung hätte sicherlich auch nicht... Wäre auch kein Beinbruch gewesen. Oder aber wir greifen mal an mit Lichtkanone. Es geht auf Donnerzahn. Ja, das überleben wir. Elektro. Da ist es okay. Jawohl, jawohl. Beulenhelm haben wir drauf. Jetzt noch eine Lichtkanone. Und dann machen wir probaten Damage. Also ich denke, der Tilo schafft das Voltenso hier auf jeden Fall. So, Schnüffler juckt uns ja erstmal schon mal gar nicht. Jetzt noch einmal Lichtkanone danach und dann hätten wir es geklärt. Ja, oder es Voltenso greift uns an und Beulenhelm, da geht es noch ein bisschen schneller. Wir dürfen ran. Lichtkanone. Voltenso weg und gibt hoffentlich gut Erfahrungspunkte für den Tilo hier. So, 1600, jawohl. Was ist das nächste Pokémon? Hunter erstmal auf 60 gezogen. Irokex. Da sollten wir rausgehen. Kampf schmeckt uns nicht wirklich, aber wir können hier auf Psycho wechseln. Und, warte mal, hat der nicht auch Unlicht? Das war jetzt ein bisschen voreilig, ja. Aber ich glaube, was anderes hätten wir gar nicht großartig übrig. So, Fassade erstmal, okay. Wir sollten vielleicht auch outspeeden und mit Psychokinese hier... Ah ja, genau. Es hat tatsächlich Unlicht drauf. Und Knirscher tut uns sehr weh. Aber reicht nicht. Reicht nicht. Ja, es ist Unlicht. Ja, das sind immer diese Doppeltypen, ja. Teilweise echt verwirrend. Ja, was machen wir gegen Unlicht? Hätten wir... Fee. Hunter können wir reinschicken. Der ist Full Life. Hält aber nicht so viel aus. Aber bei dem Levelunterschied sollte das durchaus verkraftbar sein, ne? Turmkick trifft. Ist aber nicht sehr effektiv. Und wir machen jetzt den Knuddler gegen ihn. Und der kommt richtig hart. Jawohl, Irokex ist da. Ich muss, da muss man echt dran denken, immer an die Doppeltypen hier. Immer Unlicht mit dabei. So, aber kein Pokémon gestorben. Und Golbat kommt zum Schluss nochmal. Wechseln wir hier aus oder ballern wir hier gleich noch einen Knuddler? Komm, wir machen das hier gleich so. Wir haben einen recht hohen Angriff. Und auch da, das reicht fast. War ein Volltreffer hier. Giftzahn. Ist sehr effektiv, ja. Aber da fehlt es Golbat ein bisschen an Durchsetzungsvermögen gegen uns hier. Jo, und wir machen jetzt einfach eine Kopfnuss hinterher und dann hat sich das schon geklärt. Dann ist Golbat down. Und wir haben es besiegt. Sehr schön. Und dann sollen wir wahrscheinlich den Weg hier weitergehen, ja. Ghosty auf 36 gezogen. Das ist wunderbar. Ja, wir sollen wahrscheinlich den Weg hier weiter hochgehen. Ich habe die... Ja, es wird dann auch langsam irgendwann Zeit für ein legendäres Pokémon, so kommt es mir vor. Meister Flordelis versucht stets, seine Vision in die Tat umzusetzen. Findest du nicht auch, dass das äußerst bewundernswert ist?
Und da läuft er weg. Der Weg ist also frei. Aber wir gehen jetzt nochmal heilen, bevor hier noch irgendwas passiert. Ich glaube, wir können ja auch gar nichts weiter tun. Die Häuser sind ja alle zerstört, ja. Das Einzige, was wir hier machen können, ist ins Pokémon Center zu gehen. Das haben sie noch stehen gelassen. Aber aus der Stadt raus kommen wir schon mal gar nicht, ne? Deswegen heilen wir jetzt und schreiten auf unserem Weg weiter voran. 5 Pokémon, die auf Level sind. Ghosty ist nicht einsatzbereit. Der hat noch nicht das Level, was wir brauchen. Mindestens Level 45 wäre hier angebracht. Also 5 Pokémon. Damit können wir kämpfen. Da schauen wir mal, ob wir noch einen spannenden Gegner bekommen. Oder eben nicht. So, der Weg. Hier waren wir noch nie. Hier sind ja noch nie lang gelaufen. Hey Merlin, ich komme auch mit. Hey Curlem, du hier. Als ich im Labor war, haben mich die maskierten Helden darüber unterrichtet, was hier gerade vor sich geht und vor allem, was Team Flair mit der ultimativen Waffe vorhat. Los, lass uns Team Flair. Ach was, lass uns Flordelis selbst das Handwerk legen. Ich kann und will meine Freunde nicht im Stich lassen. Jodon, lass uns gehen. Es geht hier wieder unter die Erde. Ja, wieder die Flair-Geheimbasis ist das hier. Alles klar. Wir fahren aber ohne Curlem. Ist schon mal wieder sehr interessant. Er lässt uns wieder allein gehen. Ja, wie tief geht denn das hier runter? Welchem Stockwerk sind wir denn jetzt hier angelangt? Die Flair-Geheimbasis. Wie sieht sie aus? Ist einfach mal ein Raum und der ist nicht wirklich spektakulär. Na gut. Vor 3000 Jahren kam die ultimative Waffe zum Einsatz und kostete viele Pokémon das Leben. Und was geht bei... Ach, hier geht noch eine Treppe hinauf. All die Pokémon, die auf Route 10 an die Steine gebunden wurden, speisen die ultimative Waffe mit Energie. Was, ihr habt der Pokémon festgebunden, ihr Schweine, ihr. Ich lege mein Schicksal in die Hände von Flordelis, mache mir aber dennoch keine Sorgen um die Zukunft. Ach doch, sie macht sich Sorgen um die Zukunft, nur da. Ist also doch nicht ganz bei der Sache hier. Sie unterstützt Team Flair nicht 100%. Flordelis hat mich gefördert und somit gerettet. Schöne Sache. Hier oben haben wir, für vorne haben wir Forscher. Und da oben steht er doch schon, oder? Die ultimative Waffe ist soweit. Jetzt bleibt nur noch, sie mit aller Energie dieses Objektes aufzuladen. Solange nicht alle auf der Welt glücklich sind, kann auch der Einzelne nicht glücklich werden. Aber die Welt ist so groß und es gibt so viele Menschen und Pokémon. Jawohl. Ich absorbiere nur die Energie dieses mysteriösen Baumes. Das ist alles. Hier ist weit und breit kein Pokémon. So, was geht ab? Flordelis. Ist das der Baum? Der Baum, von dem gesprochen wurde? Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem Boden gesprossen und steht nun in voller Blüte. Ist ihre Schönheit nicht einfach hinreißend? Und während wir hier sprechen, bezieht sie Energie vom legendären Pokémon. Merlin, es tut mir aufrichtig leid, dass die Waffe geborgen wurde, obwohl du im Labor richtig gewählt hast. Aber in der Welt prallen viele Egos aufeinander. Es läuft nicht immer so, wie du es gern hättest. Wir werden nicht zulassen, dass du die ultimative Waffe einsetzt. Obwohl Ressourcen und Platz und Energie auf dieser Welt begrenzt sind, wird sie inzwischen von viel zu vielen Menschen und Pokémon bevölkert. Wer von anderen Geld und Energie raubt, ist im Vorteil. So läuft es leider auf der Welt. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, alle bis auf die Auserwählten von dir auszulöschen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr besitzt genau einen Megaring. Habt ihr ihn miteinander geteilt? Das ist doch etwas völlig anderes. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn gewetteifert, aber... Wenn es von irgendetwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann will man es für sich haben. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Letzten Endes gibt es nicht genug für alle. Es gibt nur einen Weg, eine Welt zu erschaffen, in der es genug für alle gibt, in der das Leben schön ist. Man muss ihre Bewohner reduzieren. Was ist mit dem Pokémon? Du weinst ja. Warum? Pokémon dürfen nicht mehr existieren. Sie sind wundervolle Geschöpfe. Menschen und Pokémon sind Hand in Hand gegangen und haben zusammen so viel erreicht. Aber genau deshalb werden Pokémon unweigerlich als Werkzeug zum Streiten und Rauben benutzt werden. Das reicht jetzt. Ihr wollt die ultimative Waffe aufhalten und ich werde das nicht zulassen. Das Einzige, was wir tun können, ist kämpfen. Alleine? Oder... Schon wieder gegen Flordelis. 4 Pokémon. Ist der jetzt stärker geworden oder ist das wieder dasselbe Team wie vorher? Linfu heißt das, glaube ich. Ja. Nee, Mishu, Mishu. Auf Level 47 scheint etwas stärker. Weiß ich nicht.
schicken wir mal die Peggy hier rein. Ich kenne den Typen immer noch nicht genau. Ob das nur Kampf ist? Turmkick kommt auf jeden Fall. Ja, der juckt uns schon mal nicht. Macht aber, ja, gut Schaden, ne? Psychokinese hier raufballern. Jawohl, die ist sehr effektiv. Haben wir das schon mal besiegt? Erstes Pokémon von Flordelis ist down. Und für sein Gyarados haben wir dann Magneton am Start. Der Tilo will Kreideschrei erlernen. Ach du, hier, Metallsound, was macht der gleich nochmal? Stößt einen spitzen Schrei aus, der die Spezialverteidigung des Tieres stark senkt. Und wer ist die Verteidigung hier? Lichtkanone ist spezial, das ist spezial. Nein, da brauchen wir ja keinen Kreideschrei. Würde ich jetzt nicht wissen, wofür. Wir behalten alle bekannten Attacken, jawohl. Das passt alles so. Und Pyroleo auf Level 49 diesmal ist sein zweites Pokémon. Was er in den Kampf schickt, gegen Pyroleo können wir aber, denke ich, ein 10 Level stärkeres Monagoras reinschicken, was dann ein Erdbeben rauszündet. Und dann haben wir das hier geklärt. Mit Pyroleo zumindest. Er geht auf Feuersturm und den resistieren wir nach wie vor recht gut. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt kommt ein Erdbeben, das sich gewaschen hat hier. Aber es reicht, glaube ich, nicht für einen One-Shot. Oh doch, Pyroleo geht down. Sehr schön, zwei Pokémon haben wir also schon besiegt von Flordelis. Als drittes kommt jetzt sein Fist-Pokémon Gyarados. Das hat uns beim letzten Mal ziemlich viele Schwierigkeiten bereitet. Aber wir haben jetzt den Tilo, aber der ist 6 Level schwächer. Hätten wir noch was anderes? Ich weiß nicht. Er wird jetzt auf den Wassermove gehen. Ne? Und Tilo hat nicht die geilste Verteidigung, muss man ganz klar sagen. Der hat Spezial 75 nur, Verteidigung 101 und Nassschweif war, glaube ich, speziell. Ne? Was kann man da noch reinschicken? Was hast du für Attacken drauf? Der hält auf jeden Fall viel aus. Mit ihm hier können wir auf jeden Fall Toxin- oder Säurespeiermäßig erstmal was tun. Ne? Gyarados hat auf jeden Fall beim letzten Mal Wutanfall drauf. Nassschweif. Er geht jetzt direkt auf den Wutanfall. Gut, wir hätten dann auch... Wenn er jetzt im Wutanfall drin ist... Der macht erstmal nicht so viel Schaden. Dann können wir auch Gyarados erstmal hier bearbeiten, ne? Er macht jetzt 2 bis 3 Runden Wutanfall. Wir senken schön die Spezialverteidigung von ihm. Zweites Mal Wutanfall überleben wir auch. Wir könnten auch alternativ in... Er ist jetzt schon verwirrt. Okay. Ich weiß nicht, ob er bei Wutanfall bleibt. Was hast du? Hast du Spezialattacken drauf? Lohnt sich das? Ich glaube, er hat nur physisch. Nein, wir sind hier physisch. Knuddler ist auch physisch. Das bringt schon mal nichts. Aber hat Gyarados was anderes? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Habe ich jetzt gewechselt? Oh, jetzt habe ich... Scheiße. Naja. Gyarados ist verwirrt. Hat sich erstmal selbst verletzt. Gut, der Säurespeier bringt es jetzt nicht. Ich habe jetzt dummerweise hier DSS4 reingeschickt. Gut, dann Flinkklau ist am Start. Dann knuddeln wir jetzt. Bin der einmal drin. Oh, Junge. Gyarados gefistet. Zum Glück. Ja, das war jetzt aus Versehen. Aber war wahrscheinlich der bessere Move, anstatt Skuntank hier drin zu lassen. Es gibt wahnsinnig viele Level-Ups hier. Kramchef. Also, beim letzten Mal hatte er noch einen Kramurks. Jetzt hat er einen Kramchef. Und dagegen würde ich jetzt Monagoras reinschicken. Ja, das ist ja hier ein Unlichtvogel, ja. Gestein können wir auf jeden Fall tun. Ja, es ist mir ein bisschen zu heiß, Magneton reinzuschicken. Da ist noch nicht ganz so stark. Vor allem Flordelis ist jetzt stärker als er. Es hält nicht ganz so viel aus. Gut, Stahl kommt jetzt. Das hätte meinem Hunter deutlich mehr wehgetan. Aber Monagoras ist ein Brocken, ist ein Fels in der Brandung. Und Kramchef ist somit auch gefallen und wir haben kein Pokémon verloren. Ist doch schon mal was. Auch er kommt auf Level 60. Monagoras, sehr schön. Angriff auf 156, das passt doch gleich. Hunter auf Level 61 gezogen. Ghosty auf 37. Und Flordelis ist erneut gefallen. Diesmal haben wir kein Pokémon verloren. Zum Glück. Aber was geht jetzt? Beeindruckend, du bist wirklich stark. Aber du kommst zu spät. Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Geh runter in den untersten Stock und sieh dir es dir mit eigenen Augen an.
Es ist überhaupt nicht zu spät. Gehen wir das legendäre Pokémon suchen, Lady M. Ein starker Trainer lässt sich nicht nur von seinen Pokémon beschützen, sondern beschützt diese umgekehrt genauso. Sieh nur, da hinten geht es runter zu den unteren Stockwerken. Da müssen wir schauen, Kalem. Unsere Mission ist klar, wir wollen das legendäre Pokémon, was sie hier tatsächlich oder offensichtlich gefangen halten, beschützen und befreien. Beeilen wir uns! Ah, er rennt mir also hinterher. Sehr schön. Ist das erste Mal in diesem Spiel, oder? Noch mehr Team Flair! Wir müssen euch bitten, umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum erzählst du denen das? Ich fasse es nicht, wie kann man nur so blöd sein? Und auch hier kämpfen wir wieder. Gegen wen ist das ein Doppelkampf? Team Flair Vorstand. Okay, aber nur ein Pokémon. Wer hat was? Okay, es ist nichts wirklich Neues. Toxiquark und Cleoparda. Wir leaden mit Magneton. Aber Level 50 und 48. Wir müssen auf jeden Fall raus. Ja. Geheilt sind wir nicht. Hunter ist aber full life. Ich denke, den können wir hier reinschicken, ja? Vielleicht gehen sie auch. Also Cleoparda wird, denke ich, auf Psiaugon angreifen, ne? Toxiquark, Tiefschlag. Okay, die gehen beide mit Unlicht auf Psiaugon, ne? Das wird jetzt richtig schön kaputt gemacht. Aber Toxiquark muss auch ordentlich einstecken. Und ist ein One-Shot. Oh, Junge. Hätte ich Psiaugon jetzt gar nicht zugetraut, dass das ein One-Shot ist. Welches Level ist denn das? Aber die Katze geht auf Verhöhner. Ich hätte gedacht, die greift auch gleich mal an. Level 48 und Psiaugon nur auf 45 und hat ein 50er Pokémon gewone-shottet. Das ist echt krass, ne? So, hier, Knuddler machen wir. Flinkklaue am Start. Ja, und das sollte auch ein One-Shot werden, oder? Easy peasy, Cleoparda ist down. Sehr, 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 sehr schön. Tilo erreicht Level 46. Sehr, sehr cool. Einen Vorstand besiegt. Einen weiteren, den haben wir, glaube ich, auch noch nie zuvor gesehen. Aber er war namenlos und deshalb ohne großartige Bedeutung. Und Kale macht keine Anstalten, mich zu heilen. Ja, was eine Sau. Was ein Freund, ja. Ich kann Flordelis Argumente. Ja, red doch nicht so schnell, Meister. Es geht weiter. Schon wieder. Aber da sie nach wie vor in den meisten Fällen Unlicht haben, lassen wir den Hunter gleich an der ersten Stelle. Der ist full life. Dann kann er ordentlich auspacken. Wir bearbeiten das nächste Duo hier. Was haben sie? Jeder wieder ein Pokémon im Doppelkampf. Voltenso und Magnaien. Das heißt, Magnaien können wir schon mal wunderbar bearbeiten. Das könnte ein One-Shot werden. Mal schauen, wer zuerst angreift. Level 48 und 50 haben wir hier. Gut, Bedroher. Muss nicht sein. Ist jetzt aber so. So, wir knuddeln. Flinkklaue wieder am Start. Endgeil, ja? Und Knuddler auf Magnaien. Ist ein One-Shot, das wird uns schon mal nicht gefährlich. Wir sind bei 18 Minuten, ist also noch Zeit für mehr Spektakel hier. Voltenso, Ladungsstoß, der trifft alle. Und geparat sind wir auch noch. Ja, göttlich, ja, das muss so sein. Beide, hast du uns beide geparat? Er hat uns beide geparat, die dumme Sau, ja. Naja, wir knuddeln trotzdem erstmal weiter, ja. In der Hoffnung, dass wir hier gut schaden. Trotzdem sind wir das schnellste Pokémon hier. Reicht fast. Psychokinese hinterher. Das war's für Voltenso. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr, sehr gut. Wir sind ein gutes Team. Kalem und ich, das läuft ja wie eine Eins. Wir sind Best Friends aus unserem Heimatdorf Essisia, heißt das, glaube ich. Sehr cool. Mal schauen, wie viele noch kommen, wie viele Gegner. Weil nach, also heilen wäre dann... Willst du mich nicht mal heilen hier, wenn du schon mitläufst? Ich kann Flordelis Argumente nicht verstehen. Was er vorhat, ist doch total verrückt. Okay, was kommt jetzt? Lady M, Kalem. Ah, du auch hier? Sana, was hast denn du hier zu suchen? Es tut mir leid. Ich weiß ja, dass ich euch eher ein Klotz am Bein sein werde. Nein, sag das nicht. Aber wir sind schließlich Freunde und Freunde lassen einander nicht im Stich. Tut mir leid, Sana. Ich war zu ungeduldig und habe auf deine Gefühle keine Rücksicht genommen. Danke, dass du gekommen bist. Du hast recht, wir sind schließlich Freunde. Das siehst du da auch so, Lady M, nicht wahr? Natürlich, natürlich sind wir Freunde. Ich wusste, dass du nichts dagegen haben wirst. Lady M und ich gehen vor und du kommst nach, okay? Okay, danke. Warum heilt mich denn niemand von euch? Was seid ihr für Freunde? Müssen wir jetzt wieder kämpfen oder... Kann ich... Wir müssen schon... Es wurde schon wieder getriggert hier. Unser Plan ist noch nicht aufgegangen. Wir können uns keine Unaufmerksamkeiten erlauben. Team Flair, Team Flair, Team Flair. Team Flair, oh yeah.
Wir sind geparat und gehen in den Kampf. Ist auch Kalem jetzt geparat? Jetzt mal blöde Frage. Das finden wir jetzt heraus. Ich sehe schon wieder, die Sonne ballert wieder brachial hinter mir auf den Greenscreen. Das wird schon wieder beim Schneiden dann richtig geil. Nein, er ist full life. Warum heilt er sich und mich nicht? So. Aber keins der Pokémon wird uns, denke ich, gefährlich, ja? Knuddeln wir erstmal das Vieh hier vielleicht weg. Ah, Full Para, du Blödmann. Flammenwurf. Ui. Ui. Greif mich nicht an. Er geht. Oh, zum Glück geht er auf Grimasse. Alter. Da geht einem auch der Stift hier. Ui, 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 ui. Hä? Ja. Hunter. Wen schicken wir rein? Wir haben eigentlich nichts. Nichts wirklich, was. Boah, wir haben nichts. Wir können zwar ein Item einsetzen, aber. Eigentlich können wir nichts einsetzen. Und der Flammenwurf, der geht uns richtig auf die Nüsse, ja. Der macht ja schon ganz schön gut Schaden. Ghosty können wir auf gar keinen Fall reinschicken gegen Hundemon, ja. Und Siagon ist machtlos hier. Das ist einfach mal machtlos, ja. Mr. Stink. Ist aber auch nicht so geil. 108 KP. Peggy wird auch von Unlicht auseinandergenommen. Aber man kann darauf spekulieren, dass die Dudes beide erstmal. Na, es bringt auch nichts. Es bringt auch nichts. Das Einzige, was jetzt hier die Möglichkeit ist, ist zu heilen. Wir setzen jetzt unser Heil-Item ein für diesen Kampf. Eine Top-Genesung auf den Hunter raufballern, ja. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich wieder gefistet werden, ja. Weil sonst wird es richtig brenzlig, ja. Marotzer! Geht aber diesmal auf Psiagon und das ist fast down. Säuselstimme greift wieder beide Pokémon an. Ja, und das geht wieder auf Grimasse. Init ist jetzt auf minus 4, aber bei Psiagon. So, und da wir jetzt, jetzt haben wir wieder eine gute Ausgangslage, ne? Wir machen jetzt keinen Fehler und knuddeln erstmal Hundemon weg. Jetzt kommt wieder mit dem Flammenwurm. Wir wieder auf uns, ja? Und das macht echt guten Schaden, ne? Aber das Rindvieh haben wir jetzt besiegt. Wunderbar. Und Irokex wird, denke ich, nicht so gefährlich werden, ne? Level 62 ist jetzt hier am Start. Wunderbar. Angriff 184. Ghosty auf 38 gezogen. Er geht auf Knirscher. Ja, ist das Beste, wenn er auf Psiagon geht. Da ist er sehr effektiv. Das geht gleich direkt down. Oh, der. Achso, er hat noch einen Brigaron, ja. Aber die anderen haben. Nee, die anderen haben kein weiteres Pokémon. Das heißt, wir knuddeln jetzt Irokex noch. Und dann haben wir das hier geklärt, ja. Oh Mann. Also, wir müssen echt heilen, weil sonst können wir nicht großartig Pokémon hin und her schicken. Sonst tut's dann ordentlich weh. Oder wir verlieren gar Pokémon. Ja, das tut dann noch mehr. Weh wäre sehr ärgerlich hier gegen die Dullis von Team Flair, die jeweils nur ein Pokémon haben. Weiter geht's. Kommt jetzt noch was? Treppe. Es kommt erstmal eine Treppe. Okay. Es geht weiter runter. Wir müssen die ultimative Waffe stoppen. Wie tief geht denn das runter hier, bitteschön? Okay, es sieht so aus, als wären wir im Schneckenhaus. Heilt mich jetzt einer von euch oder muss ich meine Items selbst auspacken? Ein elektrisches Schloss. Was machen wir da? Das hier könnte vielleicht nützlich sein. Wenn man mal bei einem Rätsel nicht weiterkommt, löst es diese Maschine für einen. Ich habe sie von Cidro bekommen. Sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Elektrische Schlösser und Rätsel sind ja im Prinzip das gleiche, oder? Kriegst du sie damit auf? Oh, das Schloss ist aufgegangen. Die Maschine ist wirklich hinüber. Wow, Sana, du bist toll. Sicher, Zitrud ist derjenige, der die Maschine gebaut hat, aber du hast sie mitgebracht. Belassen wir es also dabei, dass ihr beide toll seid. Hier sind wir also endlich. Dort drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Sehr, sehr schön. Wie weit? 24 Minuten. Dann helfen wir doch dem legendären Pokémon. Aber ich weiß nicht, ob wir dann nochmal kämpfen müssen, ob da noch jemand von Team Flair kommt. Deswegen gönnen wir uns jetzt erstmal Heilung. Und das nicht zu knapp. Erstmal schön alles wieder full life bringen. Ja, wir ballern jetzt die Hypertränke raus. Wir haben eh Geld übrig ohne Ende. Das können wir hier ruhig verbraten, ne? Das passt so wunderbar. Alles wieder full life. Dann geht's jetzt rein. Rein in den Schinken hier. Wir wollen das Legi befreien. Und wo ist es? Ich sehe nur den Baum.
Ein weißer Baum aus Gondor. Ist es hier? Ich bekomme kaum noch Luft. Hey, ist das dort? Was wie ein Baum aussieht, das legendäre Pokémon? Es sieht nicht so aus, als wäre es am Leben. Oh! Ich wusste es. Das geht euch überhaupt nichts an. Die ultimative Waffe hat bereits 99% der Energie des legendären Pokémon absorbiert. Aber wir sollten kein Risiko eingehen und sicherheitshalber diese Bäcker fertig machen. Oh nein, sie wollen uns an den Kragen, Hilfe, ich will weg hier. Oh, Erdbock. Oh, Sana, wie schon in der Pokéballfabrik. Merlin, die hier überlasse ich dir. Ich werde Sana beschützen. Kümmert euch um die fliehenden Rotznasen. Ich hätte diese Kinder nicht unterschätzen dürfen. Schließlich haben sie es bis hierher geschafft. Uns zu spalten war zwar ein ausgefallener, aber dennoch sehr nützlicher Trick. Dieses Mädchen hat was drauf. Nun gut, du denkst also, du kannst uns besiegen? Alle einzeln oder wer will zuerst? Glaubst du, dass alle Lebewesen glücklich werden können? Natürlich, natürlich geht das. Zwei Pokémon hat sie diesmal, ja, doppelt so viele als vorher. Wir liegen, glaube ich, immer noch mit Granbull und das ist ideal. Jo, kann man sich nicht beschweren. Der ist full life, der ist nicht paralysiert. Der wird jetzt hier ordentlich auseinandernehmen, hat aber nur noch vier Knuddler, sehe ich gerade. Also per Trank heilen ist dann doch nicht so ultimativ geil. Ein Pokémon-Center tut es dann ab und zu auch mal. Aber wir schauen mal weiter. Voltenso. Ja, um jetzt hier nicht sinnlos den Knuddler zu verbraten, gehen wir auf... Ja, Monargoras mit Erdbeben machen wir so, passt. Das passt so. Solange Voltenso nicht einen Wutanfall drauf hat oder sowas, ist erstmal alles safe. Schnüffler macht er, alles klar. So, was hat er denn? Level 48 ist der, gut. Ja, ein Erdbeben könnte fast schon reichen. Schauen wir mal. Und das gönnt ordentlich den ersten Vorstand. Sind das wieder dieselben? Wahrscheinlich, er hatte vorhin angeteasert. Irgendwas mit Aufteilen. Gegen die haben wir wahrscheinlich vorhin schon gekämpft, aber da hatten sie jeweils immer nur ein Pokémon. Und jetzt zwei. Aber ich kann mich zwischendurch immer wieder heilen. Ne? Das ist jetzt auch nicht wirklich wild. Bisher zumindest. Sie hat wieder nur ein Pokémon. Schluck weg. Hau weg die Scheiße hier. Ja. Schluck weg, muss weg. Ganz einfach. Was machen wir? Bleiben wir gleich drin oder wechseln wir um? Wechseln wir um, wechseln wir aus. Wir gehen auf die Peggy, die kleine süße Maus. Ja, Groink, komm jetzt. Psychokinese machen wir hier und das sollte auch richtig schön wehtun. Es hortet erstmal, aber zum Entfesseln kommt es, denke ich, nicht mehr. Denn wir haben eine Psychokinese, die sich echt gewaschen hat. Einen sehr schön hohen Spezialangriff. Und es überlebt tatsächlich. Es hortet aber weiterhin. Es wird noch nichts entfesselt. Verteidigt gut. Wir hätten es vielleicht gekillt, wenn es vorher nicht gehortet hätte. Und das 50er Schluckwerk ist weg. Sehr schön. Und das war's mit diesem Vorstand. Aber zwei bleiben noch. Peggy auf 63 gezogen. Jawohl. So muss es. Nächster Vorstand ist gefallen, aber es bleiben noch zwei übrig. Was kommt jetzt? Was hat er parat? Und der letzte ist wahrscheinlich dann der stärkste von diesen allen. Den geht man dann mal davon aus, wenn er da hinten steht, ja. So, zwei Pokémon. Magnaien. Bekommen wir wieder weg. Das ist easy peasy, mit Knuddler gar kein Problem. Solange er trifft, ja. Hat ja nicht eine 100er Genauigkeit, muss man sagen. Aber der... Ey, das war so klar, das war so klar. Ich wollte es gerade sagen. Knuddler hat uns noch nie hängen lassen. Aber jetzt, genau jetzt, ist es natürlich der Fall. Nur noch 2 AP haben wir. Er geht auf Verhöhner, nur noch angreifen. Ist okay. Was anderes habe ich auch nicht vor. Und weg ist es. Jawohl. Es war das erste Mal, glaube ich, dass der Knuddler abgewehrt wurde. So kommt es mir zumindest vor. Tilo auf 47. Jawohl, der kommt in Range. Ghosty auf 39. Abgangsbund. Nee, ganz ehrlich nicht. Da besiege ich mich das selbst oder so. Ja, in 3 Runden, ne? Wird der Anwender nach Einsatz dieser Attacke besiegt, führt dies auch beim Ziel zum K.O. Nö, ich habe nicht vor, down zu gehen. Bekannte Attacken behalten. Jawohl. Abgangspunkt nicht erlernt. Hundemon schickt er noch ein. Das können wir mit unserem letzten Knuddler noch bearbeiten. Und das machen wir jetzt auch. Itemsperre. Ja. Macht nichts. Was haben wir für ein Item?
Flinkklaue. Zack. Und weg ist er. Aber es bleibt nur ein Vorstand übrig. Wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Und wäre dann aber ärgerlich, noch einen neuen Part anzufangen. Ja? Deswegen machen wir das jetzt. Monagoras erreicht Level 61. Mr. Stink 63. Und damit ist der Flair-Vorstand besiegt. Knöpfen wir uns den letzten vor. Vermeintlich. Nicht, dass da noch jemand kommt. Aber Flordelis haben wir jetzt schon zweimal besiegt. Wenn ihr glaubt, jetzt noch Team Flair beitreten zu können, habt ihr euch geschnitten. Mir will ich auch gar nicht. Hat er was Speck? Nee, er hat nur ein Pokémon. Das ist ein Golbat. Das ist ein Golbat und das können wir bearbeiten. Ist nicht mal ein X-Bat. Level 50 ist er. Ja, komm, da wechseln wir jetzt aus, Monagoras. Du bist unser Mann, du machst eine Antikkraft und dann ist es fast schon down oder ist down. Je nachdem. Akrobatik. Ja, niedlich. Ist niedlich auf jeden Fall. Antikkraft jetzt. Und das ballert ordentlich, aber es überlebt. Und wir bekommen den Boost. Sehr nice. Giftzahn. Auch der lässt uns kalt. Sehr, sehr gut. Noch eine Antikkraft hinterher. Und dann ist das Golbat schon weg. Bin gespannt, was jetzt kommt. Wo ist das Legi? Ist das Legi der Baum? Ist es im Baum gefangen? Wir mal schauen. So, auf jeden Fall sind sie alle jetzt endgültig besiegt, hofft man doch. Unmöglich! Es kann einfach nicht wahr sein, unmöglich! Erstattet Meister Flordelis Bericht und ruft Verstärkung. Ruft Verstärkung. So. Oh, es macht Knack. Was macht Knack? Was macht Knack und Knick und Knuck, der kleine Muck? Der Baum. Es hat was mit dem Baum zu tun und es leckt schon wieder, ey, wie ich es liebe. In den Sequenzen, genau dann, wenn es am spannendsten wird. Verwandelt er sich, ist das Pokémon der Baum? Es passiert auf jeden Fall was. Oh, okay. Und das is ist es. Das Legi. War wahrscheinlich der Baum oder im Baum gefangen. Wir haben es noch nicht herausgefunden. Vielleicht erfahren wir das auch nie und nimmer. So. Ja, was geht denn jetzt ab? Ist das... Das ist bestimmt Xerneas, oder? Das ist das einzige Pokémon, von dem wir schon mal was gehört haben. An Legis hier in Kalos. Mehr war dann, glaube ich, noch gar nicht der Fall. So. Oh, ja, wir sind schon gleich direkt im Kampf. Okay. Xerneas auf 50 Finsteraura. Sind wir full life? Sind wir geheilt? Nein, wir sind nicht geheilt. Ich weiß es nicht. Hier gibt es ja... Wir konnten vorher nicht speichern. Also es ging dann gleich direkt los. Ich würde mal den einzigen Flottball probieren. Ich denke, der Hunter wird definitiv kein One-Shot hier, Junge. Wir sind 13 Level höher. Einfach mal ein Flottball und wenn das nicht ist, dann Meisterball. Weil das wäre schon ganz schön hirnverbrannt, wenn wir hier Pokémon verlieren würden. Ist das so? Hat man hier so eine Fangrate? Oder war das jetzt einfach nur Zufall? Das weiß ich jetzt nicht, wie es in dieser Gen gehandhabt ist bei den Legis. Aber beschweren kann man sich nicht. Xerneas Typ Fee. Legenden nach kann dieses Pokémon ewiges Leben spenden. In Gestalt eines Baumes ist es aus einem tausendjährigen Schlaf erwacht. In Gestalt eines Baumes, da haben wir es. Ja, es bekommt natürlich auch einen Spitznamen. Und den machen wir jetzt gleich zusammen. Das ist mein Freund, der Baum. So, oder Baumi, das klingt vielleicht noch besser. Vielleicht ein bisschen besser als nur Baum. Machen wir Baumi draus und dann... Okay. Dann geht er auf die Box. Vielleicht brauchen wir ihn noch irgendwann. Ach nein, nein, nein. Ich möchte jetzt kein Pokémon auf die Box schicken. Der geht erstmal auf die Box. Das passt erstmal so. Auf jeden Fall haben wir einen 50er. Ein 50er Pokémon jetzt. Hey, Freunde. Sehr gut. Jetzt können Sie die ultimative Waffe nicht mehr einsetzen. Du bist der Wahnsinn, Lady M. Das legendäre Pokémon möchte von sich aus mit dir befreundet sein. Was für eine überraschende Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich der Auserwählte... Die Auserwählte... Die. Wir sind hier nicht die.
Flordelis, was hast denn du hier? Wie ein legendäres Pokémon siehst du ziemlich ausgepowert aus, Xerneas. Möchtest du die Menschen um Hilfe bitten oder möchtest du ihnen deine Hilfe anbieten? Was? Was soll die Aufmachung? Bist du das, Flordelis? Ach, das ist jetzt unwichtig. Du hast doch schon gegen Lady M verloren. Was soll das? Die ultimative Waffe wird mir zum Sieg verhelfen. Das legendäre Pokémon hat seine Kraft zurück. Jetzt muss ich sie nur noch der ultimativen Waffe zukommen lassen. Ich hole mir das legendäre Pokémon zurück. Diesmal werde ich nicht verlieren. Denn ihr seid nicht die Einzigen, die die Mega-Entwicklung erforscht haben. Auch ich besitze einen Mega-Ring und einen Mega-Stein. Oh. Warum jetzt schon wieder? Und ich bin wieder nicht geheilt. Die blöde Sau hier. Die blöde Sau. Ich sag's noch wieder. Die blöde Sau. Was soll denn das? Aber doch, doch. Wir sind jetzt. Es ist was passiert. Wir sind jetzt frisch geheilt. Wir können aber nicht mega entwickeln. Ja, wir haben nicht mal das Legi ins Team genommen, ne? Oh mal. Geht's jetzt richtig auf den Arsch? Habe ich noch Zeit dafür? Na. So, wie hatten wir Wischu beim letzten Mal bearbeitet mit Psycho? Oder können wir knuddeln? Nee, das ist ja... Wir machen Nummer sicher. Wir schicken die Peggy mal rein. Ja, wir gehen auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, welches Pokémon er dann in den Kampf schickt. Warte mal, ich muss mal kurze Pause machen hier. Erstmal noch eine Akrobatik. So, jetzt kurzes Break. Und da ballern wir jetzt eine Psychokinese mal rein. Und das sollte erstmal hier so passen, ne? Genau, genau. Wischu wird uns nicht gefährlich, ja? Das passt erstmal alles soweit. Ich bin gespannt, welches Pokémon. Also Pyroleo kann es ja also auch nicht sein. Das werden wir jetzt auch ratzefatz mit Monagoras schön bearbeiten. Aber es ist ärgerlich, dass wir jetzt hier keine Mega-Entwicklung parat haben, ne? Wurden wir deshalb so auffällig gefragt, ob wir Monagoras mit ins Team nehmen wollen? Hätten wir das? Das hätten wir doch nicht. Vielleicht hätte das ein Item getragen, was zur Mega-Entwicklung verholfen hätte. Oh Junge, schön den Burn abkassiert. Eieiei. Das verlängert die Sache jetzt natürlich. Zweimal Erdbeben ist jetzt Minimum. Aber Pyroleo kann uns nicht gefährlich werden. Also das müssen wir jetzt sagen. Wir machen mehr als die Hälfte Damage. Finster Aura ist okay. Ah. Aber die KP, die wir haben, sind nicht ultra geil. Aber das Erdbeben reicht für Pyroleo und zu mehr brauchen wir eigentlich unser Monagoras jetzt nicht. Das passt erstmal so. So, sehr schön. Jetzt Garados vermutlich. Nee, muss Garados dann seine Mega-Entwicklung? Da, das ist jetzt ärgerlich, ne? Gut, dann versuchen wir es gegen Kramchef. Nee. So, den Hunter schicken wir hier rein, ne? Wir hätten jetzt auch Antikraft machen können, wenn wir Full Life gewesen wären, aber mit Burn und 78 KP, nee. Ja, Stahl tut weh. Aber es geht noch. Es geht noch hier. Wir knuddeln weiter. Oder wir knuddeln jetzt. Erst. Von 10 von 10 haben wir noch. Und auch das ist ein One-Shot. Okay. Bisher Flordelis ist keine Chance, aber das kann sich jetzt ändern, wenn er Mega entwickeln möchte. Ghosty auf 40 gezogen. Er kommt in langsamer Reichweite. Ist Garados sein Dude hier? Tatsächlich. 53er. Wie levelt der Typ so schnell? Er reagiert erstmal auf den Mega-Ring. Ja, das war klar. Er mega entwickelt Garados. Sieht sehr cool aus. Keine Frage. Au! Oh, wir haben das überlebt. Wir haben das überlebt und... Wir treffen zwar sehr effektiv, okay. Aber, wir haben das überlebt. Eisenschädel, wo kam der denn her, Junge? Wenn er wieder auf Eisenschädel geht... Ich würde jetzt einfach Mr. Stink reinschicken. Ja, der überlebt doch das. Der ist ein recht ein guter Allrounder ist er, ja. Ha, wieder Eisenschädel. Hier passt das schon besser, Kollege. So. Machen wir einen Nachthieb, ja. Ein Stab-Nachthieb. Viel ist nicht mehr übrig von Garados. Und da ist es schon down. Sehr gut. Oh, knappe Kiste mit Granbull, ja. Knappe Kiste, aber den Eisenschädel habe ich echt nicht kommen sehen. Und Flordelis zum dritten Mal besiegt. Aller guten Dinge sind drei. Und da ist es jetzt vorbei. Ah! Ah,
Also, ich finde, man sollte immer teilen, auch wenn nur wenig da ist. Selbst dir ist es gelungen, die Mega-Entwicklung auszulösen. Das konntest du doch nur, weil dein Garados dich unterstützt hat, oder nicht? Und nicht nur Garados, sondern auch deine anderen Pokémon. Ohne das legendäre Pokémon kann die ultimative Waffe nicht eingesetzt werden. Du bist nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Zukunft macht. Ich glaube, das einzig Richtige ist, gemeinsam eine Welt der Schönheit anzustreben. Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Die einzige Zukunft, die sich für uns sehen kann, ist eine Zukunft voller Leid, in der sich egoistische und dumme Menschen gegenseitig immer mehr wegnehmen. Dieses Gerät wurde ursprünglich entwickelt, um verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen. Doch vor mehreren tausend Jahren beschloss der König, es in die ultimative Waffe umzuwandeln. Als das legendäre Pokémon erwachte, gewann es viel von der Kraft, mit der die ultimative Waffe gespeist worden war, zurück. Es steckt jedoch immer noch ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in ihr. Gerade genug für einen letzten Einsatz. Merlin und auch ihr anderen, ich schenke euch das ewige Leben, auf das die Blüte unserer Jugend nie vergehe. Bis es mir gelungen ist, eine Welt der Schönheit zu schaffen, sollt ihr ohne Aussicht auf Erlösung die Qualen einer vergänglichen Welt spüren. Merlin, Sana, nichts weiter, wie weg von hier. Und da dampfen wir ab. Und zwar, okay, es kommt erstmal noch eine Sequenz, okay. Was machen sie jetzt mit der giftigen Blume, die sich die ultimative Waffe nennt? Wird sie wieder eingepackt oder ist das jetzt der Aktivierungsstrahl? Könnte gut sein. Und da platscht es wieder zurück auf die Kalos-Region, wieder in die Blume, oder wird sie zerstört? War das gerade die Zerstörung der Blume und... Nee, wird wieder eingepackt. Okay. Es sah jetzt spektakulärer aus, als es ist. Sie wurde anscheinend wieder eingepackt. Kommen die drei Steine wieder hoch, diese drei Pfeiler? Oder klafft ihr? Hier klafft jetzt ein Loch. Na, toll gemacht. Und die Häuser stehen nicht mehr. Nur noch das eine. So. Puh, zum Glück seid ihr alle wohlauf. Euer Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich bewundernswert. Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben die Sache heil überstanden. Tino, ist bei euch auch alles in Ordnung? Ja, uns ist nichts passiert. Wir haben mit vereinten Kräften den Pokémon geholfen, die an die Steine auf Route 10 gebunden waren. Das Kämpfen habe ich allerdings Sina und Dexio überlassen. Sina, Dexio, wer soll das sein? Wir sind die maskierten Helden. Mach dir keine Vorwürfe, Tino. Wir alle haben unser Bestes gegeben, um Team Flares Pläne zu durchkreuzen. Es gibt übrigens Neuigkeiten für euch. Es ist uns nämlich gelungen, die Maschine im Flare-Labor zu zerstören und mit der diese Schufte die Frequenz unseres Hololocks gekapert hatten. Na dann ist die Sache mit dem Flair ja endlich mal vom Tisch, stimmt's? Jetzt kann ich mich endlich wieder der Vervollständigung meines Pokédex widmen. Also ist der Spuk endlich vorüber? Ja! Endlich kann unser Abenteuer weitergehen. Dann kehre ich jetzt erstmal nach Fluxia City zurück und setze von dort aus meine Reise fort. Und das war's hier mit dem Lars, nicht ganz, Kalem? Danke, Lady M, ich habe großen Respekt vor deinem Können. Und genau deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt, dich irgendwann zu übertrumpfen. Nette Worte von Kalem. Alles klar, du, das war's jetzt noch nicht für den heutigen Part, denn die ultimative Waffe. So viele Jahre sind vergangen, seit sie erschaffen wurde. Als sie zum ersten Mal zum Einsatz kam, kostete sie unzähligen Pokémon das Leben. Ihr Bauer hatte einen treuen Gefährten, ein Pokémon, das er aus den Fängen des Todes befreit und mit ewigem Leben bedacht hatte. Doch die Missetaten des Mannes blieben dem Pokémon nicht verborgen. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seiner Wege. Das brachte dem Mann, der alles geopfert hatte, um dem Pokémon das Leben zurückzugeben, das Herz. Die beiden trennte nun eine stärkere Macht als der Tod. Verzweiflung machte sich in der Brust des Mannes breit. Nun war er dazu verdammt, für immer einsam durch die Welt zu irren. Denn er selbst war auch dem Licht der Waffe ausgesetzt gewesen. Dieses traurige Schicksal war fortan das Einzige, was ihn mit seinem Pokémon verband. Wo mag es jetzt wohl sein? Was muss ich tun, um endlich wieder mit ihm vereint zu sein? Das weiß ich nicht. Aber jetzt sind wir am Ende des Parts angelangt. Und wenn es euch gefallen hat und ihr die übrigen Parts nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss!